Servus, grüß euch. Heute gibt es bei mir ein Thermomix-Rezept und zwar einen Pumpkin Pie. Also einen Kürbispie. Ich mache aus Brokkoli-Kürbis. Das Rezept habe ich aus der Rezeptewelt. Und ich sage euch jetzt einfach nach und nach, was da reinkommt. Und anfangen tun wir einfach mit dem Brokkoli-Kürbis. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen 800 bis 900 Gramm Hokkaido-Kürbis schälen und entkernen und in grobe Stücke schneiden. Das mache ich jetzt und dann melde ich mich wieder. Nur zur Info, ich habe einen grünen Hokkaido, ich weiß nicht, ob ihr die Farbe jetzt so erkennt. Und jetzt schneide ich mir erstmal und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt hier 900 Gramm vom Hokkaido-Kürbis. Ihr braucht ihn natürlich nicht schälen, ich glaube, ich habe nicht davon versprochen. Hokkaido-Kürbis kann man, wenn man ihn gut abwäscht und alles, auch mit der Schale kochen. So, das Ganze gebe ich jetzt in den Messbecher. Gebe dazu, kommt jetzt nichts dazu, das wird jetzt erstmal 25 Minuten und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass da im Text anscheinend was vergessen wurde beim Rezept. Und zwar gehören da noch jetzt 50 Gramm Wasser dazu. Ich gebe das jetzt noch rein. Mir ist es jetzt ein bisschen grünlicher, durch das, dass ich ja einen grünen Hokkaido hatte. So, und jetzt wird noch für 8 Sekunden auf Stufe 10 püriert. Und jetzt das Ganze in richtig schöner Brei, Mousse. Und jetzt gehen wir weiter zur Mürbeteigherstellung. Wir entfernen jetzt das Mousse, füllen es um und dann machen wir weiter für den Boden. Bis gleich. So, jetzt machen wir als nächsten Schritt den Mürbeteig. Der ist ganz schnell gemacht. Ich habe jetzt den Messbecher gereinigt. Und jetzt geben wir alle Zutaten für den Mürbeteig. Das wären 250 Gramm Dinkelvollkornmehl, einen halben Teelöffel Backpulver, 75 Gramm braunen Zucker, ein kleines Ei und 135 Gramm Butter dazu. So, die Zutaten kommen jetzt alle in den Messbecher und dann geht's weiter. So, jetzt machen wir als erstes 250 Gramm. Teelöffel Backpulver. Ich habe da wieder mein Weinstein-Backpulver. Also mit dem normalen Backpulver habe ich immer Schwierigkeiten und mit dem habe ich überhaupt keine Probleme. So, halbe Teelöffel. Gramm
35 Gramm Butter. Wir brauchen jetzt 135 Gramm davon. Jetzt 2 Minuten. Mindestens 30, ja, für 30 Minuten Zeit. Wir sehen uns dann später. Tschüss. So, und jetzt geht's weiter. Und zwar bereiten wir jetzt dann die Füllung zu. Aber als erstes holen wir jetzt den Teig aus dem Kühlschrank. So, einen halben Teelöffel Ingwerpulver. Dann Muskatnuss. Geriebene Muskatnuss, einen halben Teelöffel. Genauso wie eine Prise Nelken. Und einen Teelöffel.
Yeah.